So, also es geht um euer Powerquartal oder dein Powerquartal, wenn du das in der Aufzeichnung dann anschaust. Und das, was so groß drüber steht, ja, was ich immer wieder zurückgemeldet bekomme von Kunden, von Interessenten, von Newsletter-Abonnenten, auch von Kolleginnen und Kollegen, ich weiß ganz genau, was ich tun sollte oder könnte, um ein gewisses Ziel zu erreichen, voranzukommen, mehr Umsatz zu machen, regelmäßiger zu arbeiten, was auch immer. Ich tue es aber nicht. Ja? Das ist also die Situation, in der sich ganz, ganz viele Leute befinden, Menschen befinden, und da rauszukommen, das erfordert eben so ein paar Tricks, ein paar Kniffe, beziehungsweise halt die Konzentration wirklich auf eine Sache, ja, und an dieser einen Sache eben dran zu bleiben. Und als erstes möchte ich ganz kurz darauf eingehen, warum das Warum so wichtig ist, ja. Also wenn ihr selbstständig seid, dann habt ihr sicher schon von x Leuten gehört, dass das Warum wichtig ist, warum ihr überhaupt selbstständig seid, warum ihr euer Businessmodell euch ausgesucht habt, was ihr den Leuten mitgeben wollt, welchen Mehrwert ihr stiftet und warum ihr den stiftet. Ja? Und das kann man eben auf kleinere Bereiche auch herunterbrechen, wie zum Beispiel eben ein ganz bestimmtes Ziel, das ihr verfolgt. Ja? Und ich sage immer, Gefühl schlägt Zahl. Also sich ein Ziel zu setzen, ich möchte, 100.000 Euro Umsatz im nächsten Jahr machen, ist zwar recht schön, aber wenn man immer nur eine Zahl vor der Nase hat, gibt es also ganz, ganz viele Menschen, inklusive meiner einer, denen das nicht reicht, ja, um dran zu bleiben. Also diese Zahl zu fixieren, die man erreichen möchte, die macht sogar manchmal Angst und negative Gefühle. Und ich sage jetzt einmal, das Gefühl, das ist gleich das Warum. Warum mache ich denn das? Warum will ich denn 100.000 Euro Umsatz machen? Oder nehmen wir mal ein kleineres Ziel. Ja? Warum will ich eigentlich regelmäßig Newsletter schreiben, regelmäßig Blogartikel schreiben? Wenn wir uns das immer wieder herholen, dieses Gefühl, dieses Warum, dann fällt es auch schlicht und ergreifend leichter dran zu bleiben. Ja, und ganz oft machen wir Pläne, nehmen uns vor, setzen uns Ziele und ja, die stehen dann halt irgendwo. Ja, die sind also aus dem Augen, aus dem Sinn, so wie wir es mit vielen, vielen Dingen machen, die wir uns vornehmen. Ja, zum Beispiel ab 01.01.2021 mache ich XY, und sobald das nicht vor eurer Nase steht, ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, verschwindet das einfach. Das Tagesgeschäft, das Leben an sich, das überlagert einfach dieses Warum und damit natürlich auch das Ziel. Ja? Also wenn wir uns nicht das Warum jeden Tag wieder vor Augen führen, gerade wenn es um so einen Sprint geht, einen Sprint von 3 Monaten, wenn ich jetzt vom Powerquartal spreche, ja, und dieses egal wie kommt daher im Powerquartal, aktiviere ich natürlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder, erinnere sie an ihr Warum, dass sie sich das klar machen. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass es sehr schlau ist, das jeden Tag zu machen. Ja? Und da gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich hatte zum Beispiel eine Teilnehmerin, die hat sich jeden Tag ihr Warum geskribbelt. Ja, die zeichnet, die skribbelt, die kann das, hat nur Minuten gedauert, aber dadurch hat sie sich einfach für den Tag eingegroovt, für ihre Priorität eingegroovt. Anderen habe ich mal empfohlen, es jeden Tag nur mal aufzuschreiben, ja, abzuschreiben von dem, was sie sich eben für dieses Powerquartal vorgenommen haben. Du kannst das tanzen, wenn das deins ist. Du kannst das singen. Es ist ganz egal. Auch die Methoden kann man natürlich mischen. Wichtig ist nur, sich jeden Tag klarzumachen, warum habe ich mich zum Beispiel für dieses Powerquartal und für dieses Ziel im Powerquartal entschieden. Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen und zu der möchte ich stehen und deswegen
immer wieder dieses Warum hochzuholen. Ja, das ist immens wichtig. Ich habe gemerkt in der ersten Beta-Gruppe, das habe ich im Jänner 2020 durchgeführt, habe ich da noch nicht so den Fokus drauf gehabt und habe dann eben bemerkt im Laufe dieser 3 Monate, wie wichtig es für die Teilnehmerinnen ist, um eben das Tal der Tränen zu durchlaufen, wie ich immer sage, ja, um auch in schwierigen Situationen sich aufzuraffen und dran zu bleiben. Das ist eben dieses Warum. Wie funktioniert das Powerquartal? Jetzt egal, ob ihr euch bei mir anmeldet oder ob ihr das alleine für euch mal macht. Es gibt ein Ziel in diesen 3 Monaten. Ich werde auch im letzten Webinar bin ich gefragt worden, na, kann man sich da nicht 2 Ziele vornehmen? Und ich sage ganz definitiv nein, weil es gibt nicht viele Prioritäten, es gibt nur eine Priorität, ja, und es gibt einen Fokus. Ganz klar ist, dass daneben das Alltagsgeschäft weiterläuft, ja, aber sich 2 Ziele zu setzen, eine meiner letzten Teilnehmerinnen, die hat das dann auch auf der Landingpage im Video erzählt, hat das so heimlich versucht, weil ich also wirklich absolut verboten habe, ein 2. Ziel herzunehmen, und die hat dann versucht, ein 2. Ziel dazu zu nehmen, und ich glaube, nach 1-2 Wochen hat sie aufgehört, weil sie einfach merkt, die Aufmerksamkeit verteilt sich dann auf 2 Ziele und somit natürlich auch auf viel mehr oder doppelt so viel To-Dos, Maßnahmen, Regelmäßigkeiten. Ja, und das kann nicht funktionieren. Und wenn ihr es schaffen würdet, 4-mal im Jahr euch auf eine Sache zu konzentrieren, großartig, oder? Was da weitergehen würde, anstatt immer die Aufmerksamkeit auf 2, 3, 5, 6 Dinge zu verteilen. Ich sage das ja auch immer im Zusammenhang mit der Projektplanung, mit der Wochenplanung, mit der Jahresplanung, dass gewisse Abschnitte oder die eine Priorität festgelegt werden soll. Jedes Quartal, jedes Monat, jede Woche, jeden Tag. Und der Tag ist besonders wichtig, ja. Darum eben auch so dieses Warum, sich jeden Tag wieder bewusst zu machen. Also, es wird von den Teilnehmerinnen ein Ziel erarbeitet, ja. Erarbeitet deswegen, weil da ein bisschen was dazugehört. Da gibt es natürlich auch Inhalte dazu, wie dieses Ziel gesetzt werden sollte. Dann geht es im 2. Schritt um die richtige Planung. Und richtig bedeutet jetzt nicht, welches Tool musst du verwenden, ja, oder soll das rot, grün oder blau sein, sondern es geht darum, dass die Planung für euch passt. Ja. Sowohl die grobe Planung, wie teile ich denn das jetzt in diesen 3 Monaten auf, bis hin zur Wochenplanung, was mache ich denn, wie oft oder in welchem Ausmaß in jeder Woche, damit am Ende der 3 Monate entweder die Routine eingeübt ist oder das Projekt erledigt ist oder eine Kombination, aber dazu kommen wir noch. Ja. Also die richtige Planung, damit ihr auch immer auf einen Blick wisst, wo stehe ich, wo will ich hin und vor allem, was sind denn die Einzelschritte, um dorthin zu kommen? Ja? Also eine Projektplanung zum Beispiel zu machen und zu sagen, okay, ich möchte da und da dieses Event veranstalten, macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich nicht dann auch überlegt, okay, was gehört denn da alles dazu, damit das funktioniert? Ja? Und nicht nur, was gehört da alles dazu, wann werde ich denn das machen? In welcher Reihenfolge werde ich denn das machen? Ja? Ist also ein Credo von meiner einer. Da war auch das letzte Webinar eben in Sachen Projektplanung, das ich gemacht habe. Und dann ist der nächste Punkt, der ganz, ganz eklatant wichtig ist. Und deswegen treffe ich mich auch mit den Teilnehmerinnen jede Woche, immer am Freitag zu unterschiedlichen Zeiten. Und wir justieren jede Woche neu. Weil Pläne, wunderbar, fühlt sich toll an, schaut großartig aus, ja, ist super ausgearbeitet und dann arbeitet man eine Woche dran und in der Woche kommt man dann drauf, habe ich mir zu viel vorgenommen, ich weiß technisch nicht, wie das funktioniert,
Verstehe jetzt den Zusammenhang nicht, ja, oder es ist mir irgendwas dazwischen gekommen, ich merke, ich brauche mehr Zeit dafür, da gibt es dann wieder unterschiedliche Strategien, entweder ich plane mir mehr Zeit ich ziehe das alles ein bisschen in die Länge oder ich mache einfach weniger, konzentriere mich auf die Dinge, die wirklich funktionieren und das ganze Gedöns rundherum lasse ich weg, ja. Also es wird jede Woche neu justiert und das ist auch das Schöne dran, weil dadurch gibt es jede Woche einen Neustart und nicht so dieses ewige, jetzt hat es nicht funktioniert, nächste Woche funktioniert wieder nicht, die dritte Woche wieder nicht, die vierte Woche und dann hören wir auf. Ja? Uns zum Beispiel eine Routine anzugewöhnen. Also es wird jede Woche die Strategien besprochen, was könntest du, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und was könntest du tun, damit es nächste Woche besser funktioniert. Ja? Und dadurch haben wir eben jede Woche einen Neustart, es wird neu justiert und das steigert auch die Motivation, wirklich an den Dingen dran zu bleiben. Ja? Eine der Hauptfragen, die mir immer wieder gestellt werden, ist natürlich, welche Ziele sind denn so für ein Powerquartal geeignet? Und ich würde es unterscheiden, in einerseits einmal eine Regelmäßigkeit in irgendwas reinzubringen, sich eine Routine anzugewöhnen, ja. Und das geht von, ich möchte eine Morgenroutine, ich möchte eine Gesundheitsroutine aufbauen, ja, bis hin zu regelmäßig eben Newsletter schreiben, Blogartikel, Podcast, Live-Videos machen, ja. Das ist mir am Anfang auch nicht so leicht gefallen. Ja, ich habe Anfang 2019 begonnen, eben diese Live-Videos zu machen, habe da sehr viel herumprobiert und bin immer wieder rausgekippt aus dieser Routine. Und wenn ich dann 2, 3, 4 Wochen kein Live-Video gemacht habe, ist es mir schwer gefallen, da wieder reinzukommen. Ja? Also Regelmäßigkeit angewöhnen, einen Workflow dadurch aufbauen, Routinen angewöhnen, das ist einmal die eine Geschichte, ja. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, sich ein ganz in sich abgeschlossenes Projekt vorzunehmen. Was haben wir da gehabt? Ein Freebie zu erstellen, ja? Einen Online-Kurs fertig zu machen. Also da hat sich jetzt eine Teilnehmerin angemeldet, die sagt, sie nudelt jetzt an dem Online-Kurs schon so lang um und um, der muss endlich fertig werden. Ja? Und das ist zum Beispiel etwas, was man in so 3 Monate hineinpacken kann. Ich nehme mal an, sie wird eh früher fertig werden, aber wenn nicht, ist auch egal. Vorgenommen, nach 3 Monaten, also innerhalb von diesem Powerquartal, ist dieser Online-Kurs verkaufsfähig und ist bereits angekündigt und die Interessenten sind quasi heiß gemacht, ja, oder neugierig drauf gemacht. Also das kann zum Beispiel ein Projekt sein. Homepage überarbeiten wäre zum Beispiel auch so ein Projekt, ja, bis hin zu Haus entrümpeln, ja, wäre zum Beispiel auch etwas, wenn ihr sagt, das will ich schon seit Jahren machen und mach es einfach nicht. Das ist also die Hauptsituation. Ja, und dann gibt es natürlich die Kombination von beiden, dass man sagt, okay, ich habe ein Projekt und möchte daran dann regelmäßig danach weiterarbeiten. Also diese Kombinationen gibt es auch und all das ist geeignet, um es eben in so ein Powerquartal zu packen, ja. Es teilt sich 50-50 bei den bisherigen Teilnehmerinnen auf zwischen Regelmäßigkeit und Projekt. Aber klar ist auch, dass an Projekten regelmäßig gearbeitet werden soll. Ja? Was zum Beispiel nicht ausreicht als Ziel jetzt für das Powerquartal mit mir gemeinsam, ist zum Beispiel regelmäßig, ich möchte mich an Wochenplanung gewöhnen. Ja? Das ist einfach zu schwammig. Aber dazu gibt es das Kick-Off-Meeting, also erstens einmal die Vorbereitungsinhalte und dann das Kick-Off-Meeting, das ich mit den Teilnehmerinnen in der Kleingruppe habe, damit wir das eben durchbesprechen, wie kann das so formuliert werden beziehungsweise so geplant werden, dass dann auch wirklich funktioniert. Ja? Zuletzt ein Trick, den habe ich euch versprochen, der euch ans Ziel bringt. Wie gesagt, egal, ob ihr jetzt mit mir zusammenarbeitet oder das alleine versucht, das ist die sogenannte Erfolgskontrolle. Das heißt, wo stehe ich? Ja? Bin ich am richtigen Weg oder bin ich irgendwo links und rechts abgebogen? Auch das passiert natürlich. Und wir behalten sehr wohl das geplante Ziel im Auge, also das Endergebnis im Auge. Egal, ob das jetzt eine Zahl ist, wie zum Beispiel eine Umsatzzahl oder
ihr wollt eure Liste aufbauen, was auch immer. Ja, wir behalten es im Auge. Und dann kommt aber das große Aber. Funktionieren tut, egal was ihr euch vornehmt, nur indem ihr tut. Ja, das heißt, der Fokus bei dieser Erfolgskontrolle, der liegt auf dem, habe ich das gemacht, was ich geplant hatte, was ich mir vorgenommen habe, was auch wirklich funktioniert, oder habe ich mich in irgendwelchen Nebensächlichkeiten verloren, habe mich quasi nur beschäftigt, ohne wirklich zu tun. Ja? Und dadurch, dass in der Planung sich ja ganz spezifische Dinge vorgenommen werden, können wir dann auch einen sogenannten Score ermitteln. Das heißt, wie viel Prozent von dem, was ich mir vorgenommen habe, habe ich auch wirklich erledigt. Ja, ich habe mir vorgenommen, 5 To-Dos in dieser Woche. Ich habe davon nur 2 erledigt. Ja, das heißt, der Score ist bei, ich bin nicht gut im Kopf rechnen, 40% oder sowas. Ja, und dann ist das eigentliche Ziel wieder von Woche zu Woche, diesen Score zu verbessern. Wobei, das muss nicht 100% sein, ja? Aber zumindest nicht dauerhaft in den Keller zu schicken. Ja? Weil wenn dieser Score dauerhaft in den Keller geht, was bedeutet das? Dass man nicht tut, was man sich vorgenommen hat und somit nicht in Richtung des Ziels geht. Ja? Und das motiviert unheimlich, ich habe es also beim letzten Durchgang sehr stark gemerkt, haben mir die Teilnehmerinnen rückgemeldet. Eigentlich wollte ich das nicht mehr machen, habe keinen Bock gehabt, war zu müde, was auch immer. Aber ich habe gewusst, ich will diesen Punkt haben, ja, damit mein Score passt. Und wenn man sich mal daran gewöhnt hat, das ist am Anfang natürlich ein bisschen mühsam, gebe ich zu, ja, auch für mich, jedes Mal wieder, wenn ich so ein Powerquartal für mich beginne, das ist am Anfang ein bisschen mühsam, ihr gewöhnt euch dran, auch die Dinge zu tun, die ihr euch vorgenommen habt, ja, und das ist natürlich ein Gewinn, den man nachher mitnehmen kann. Ja, es ist ja nicht so, dass ihr ein Powerquartal macht, ja, und dann hört es mit allem auf, was bisher euch angewöhnt habt in der Routine. Ja. Also ich habe Gott sei Dank jetzt die Rückmeldung von den bisherigen Teilnehmerinnen, die immer noch mit dieser Systematik weiterarbeiten und weiterkommen. Ja. Und so soll es sein. Es kann ja nicht sein, dass ihr so ständig bei mir im Powerquartal sitzt. Ja. So viele Plätze habe ich ja gar nicht. Und um das etwas zu verbessern und euch zu motivieren, gibt es also dann, bevor das Powerquartal startet, bei mir diese wunderschönen, jetzt nicht bunt dargestellten Scorecards, ja, wo vorne eben die Planung draufkommt und hinten die Reflexion draufkommt, für jede Woche eines. Ich packe da auch ein bisschen mehr hinein, damit ihr eben nachher weitermachen könnt, ja, und nicht rausplumpt aus dem, was ihr in den 3 Monaten gemacht habt. Und da habe ich also auch die Rückmeldung bekommen, dass das sehr viel Spaß macht, dann damit zu arbeiten mit diesen Scorecards. Und ja, ich starte im Jänner 2021. Schaut einfach mal auf die Landingpage unter abenteuerhomeoffice.at. Dein-Powerquartal. Da gibt es mehr Informationen. Ich erkläre es auch noch mal ganz genau in einem Video, wie das abläuft. Es gibt natürlich Rückmeldungen von den bisherigen Teilnehmerinnen. Und dann gibt es keinen Button zum Kaufen, sondern einen Button, um einen Termin mit mir auszumachen. Ich möchte mit jeder einzelnen Teilnehmerin vorher sprechen, eben über das Ziel, was sie sich vorgenommen haben, ob das funktioniert, ob das mit den Terminen am Freitag funktioniert und so weiter. Ich habe jetzt schon 10 fixe Buchungen. Pro Gruppe gibt es 6 Plätze und ich habe gedanklich jetzt mal schon so vorsichtig eine dritte Gruppe aufgemacht, aber dann ist Schluss. Also wenn ihr sagt, ihr wollt zumindest mal mit mir drüber reden, ja, ob das für euch das richtige Programm ist, dann würde ich euch bitten, dass ihr euch einen Termin mit mir ausmacht und dann plaudern wir einfach drüber. Ja?